Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 26. Mai, morgens um 6:45. Ich wünsche allen Vätern da draußen einen schönen Vatertag mit hoffentlich besserem Wetter. Ja, genießt den Tag und lasst euch verwöhnen. Und an allen anderen, so wie ich es bin, Mütter, Frauen, wie auch immer, und Männer, die noch keine Väter sind, wünsche ich einen schönen Feiertag. Hier habe ich wieder Möhre, Gurke, Salat, alles wieder klein geschreddert, damit die Mannschaft hier was zu essen hat. Ja, und heute Morgen am Vatertag um 5:30 sind wir geweckt worden, ne Udo? Und zwar von Goldi. Denn Goldi ist keine Henne, sondern ein Hahn. Und er hat heute Morgen das erste Mal versucht zu krähen. Ich bin gestern hingegangen und habe vergessen, die Hühnerklappe zuzumachen. Und die waren ja heute Morgen um 5:30 hier schon gut unterwegs. Und dann werden Udo und ich wach. Was ist das denn? Das war noch nicht so eindeutig, noch nicht laut und eher im Stimmbruch, aber... Ja, da müssen wir jetzt was machen. Da müssen wir jetzt nochmal die Familie anschreiben, woher wir die haben. Was wir da wie machen, weil wir haben 6 Hennen geholt und nicht noch einen Hahn. Und dann schauen wir mal weiter, weil der kann definitiv hier nicht bleiben. Ich sag ja, mein Traum war eine Foliere mit Hühner, Wellensittiche und Nymphensittiche. Ja, Eddie und so haben sich ja schon selber rausgespielt. Ja, und jetzt macht Goldi das auch noch. Wir haben das schon an dem Verhalten gesehen. Wenn der sich in die Tür reinlegt, dann kommt keiner mehr durch. Und da dachten wir noch, gut, ja, das ist die Leithenne. Und dann habe ich das an seinem Aussehen gesehen. Der kriegt einen Kamm. Ich meine, er spült mir auch manchmal, aber... Ja, da schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Ja, ich sag ja, immer was Neues. Es wird nie langweilig, weder mit den Kindern noch mit den Tieren. Wir haben zwar schon einen Tag später, aber ich möchte euch, bevor ich den neuen Tag begrüße, noch erzählen, wie unser Tag gestern war, also an Vatertag. Ja, morgens waren wir ja früh auf, genau. Genau, ich habe euch noch erzählt, wenn ich mich richtig dran entsinne, dass wir da einen Hahn unter unseren Hühnern haben. Wir wissen nicht, das war auch gestern Morgen das erste und einzigste Mal bisher. Wir sind da noch am Schauen, Fotos sind gemacht und müssen jetzt noch von dem Züchter ausgewertet werden, beziehungsweise wir warten da noch auf eine Antwort. Und ja, da waren wir ja früh wach. Haben über vieles gequatscht, Udo und ich. Und auf einmal merkte ich so, boah, ist ja irgendwie so kreislaufmäßig her. War nicht so. Naja, auf jeden Fall ging dann auch irgendwann, dann hat man dann getrunken, ne, gefrühstückt. Und dann war soweit auch alles gut. Dann haben wir hier noch Erledigungen gemacht. Und wir haben uns für mittags dann bei meinen Eltern eingeladen, um Papa natürlich auch einen schönen Vatertag zu wünschen, alles. Ja, dann waren wir da, haben wir dann noch Kuchen gegessen und da war auch wirklich alles soweit gut. Es war wirklich richtig schön, mal wieder zu quatschen, so, wie sagt man, face to face und nicht immer nur am Telefon oder, ja, wenn man mal schreibt oder so, ne? Also das war wirklich richtig schön gewesen. Ich glaube, wir waren auch bis 8 Uhr da. Ja, ich glaube von 4 bis um 8 oder so. Es war wirklich richtig schön gewesen. Ja, dann sind wir dann nach Hause. Da habe ich gesagt, ich sage, weißt du was? Ich sage, ich gehe noch in den Hühnerstall, ne, wieder frisch Wasser machen, Futter rein und was man alles so macht. Ja, habe das auch alles gemacht. Und dann habe ich angefangen, Blumen zu gießen. Und auf einmal stand ich da wieder, ja, es ist so komisch, so als wenn dir die Beine unterm Körper wegklicken. Ich kann das nicht beschreiben, keine Ahnung. Jeden Fall war nicht schön, das war aber wirklich nur kurz. Ja, und dann habe ich dann auch noch vorne im Vorgarten das Unkraut gegossen. Das müssen wir dringend machen, also nicht das Unkraut, sondern den Vorgarten.
Ja, aber wenn das so dröhig ist, ist das nichts. Und wenn das so wie jetzt, da die ganze Nacht geregnet hat, klatschnass ist, ist auch nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch die Blumen gegossen. Dann war dann schon irgendwann 9:30 oder so. Dann haben wir noch ein bisschen Fernsehen geguckt und dann bin ich auch ab ins Bett. Genau. Das war quasi unser Vatertag. Wir haben nicht viel gemacht, aber das, was wir gemacht haben, das war richtig schön und entspannt und hat Spaß gemacht. Und der Udo, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, hat schöne gebastelte Werke von den Kindern gekriegt. Ich bin ja ehrlich, ich finde das ja schöner, wenn man hingeht, wenn das so vom Herzen kommt, ne, wenn da was gebastelt ist, als wenn da jetzt jemand hingeht und sagt, ah ja, komm her, was weiß ich. Nicht, dass es undankbar ist. Um Gottes Willen, wenn die Kinder sich das generell auch so ausgesucht haben und das gemacht haben, ist das, finde ich, das auch noch was anderes. Nur wenn dann kommt so, ach ja, denk dran, Vatertag, hier hast du eine Flasche Deo oder so. Ja, das ist nicht so unsers, ne? Auf jeden Fall haben die Kinder wunderschön wieder gebastelt und vor allen Dingen geschrieben. Das war richtig toll. Naja, also der Tag, muss ich sagen, der war wirklich gut gewesen. Ja, das war so unser Gestern. Guten Morgen. Wir haben heute den Freitag, den 27.05. morgens um 10:30. Ich wünsche euch einen schönen Tag und später einen schönen Start ins Wochenende. Und wie man sieht, werde ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal Rasen mähen. Denn das muss. Hier, die Weibers quatschen alle und die Männers. Die anderen Weiber da unten fräten. Und so muss das auch sein. Hat der Udo noch einen Potter unten reingestellt? Ich denke, was ist es denn? Oh, so geht das hier. Jetzt sind wir wieder bei heute. Gleicher Platz und fast dieselbe Friese. Aber ich fand das jetzt auch blöd, dadurch, dass ich gestern nichts mehr aufgenommen habe, dass man dann einen guten Morgen hat oder ein Hallo zum neuen Video und dann fange ich direkt mit dem nächsten Tag an. Deswegen habe ich das mal so gemacht. Ja, genau, wir haben heute, der Feiertag gestern, ich habe gestern andauernd Sonntag im Kopf gehabt. Das ist auch gut. Wir haben heute Morgen schon, ja, sind wir früh aufgestanden, dann hat der Udo schon alles fertig gemacht. Der hat Zeug zum, ja, wie nennt man das hier, Müllpark da, Papier und ach, was weiß ich, was das nicht alles war, hingebracht. Ich war schon mit dem Lenny einkaufen. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Was ist denn mit dir los? Udo kommt nämlich gerade zur Tür hin. Ja, wir waren schon einkaufen, Getränke geholt und Zitronenkuchen. Den darf ich für meine Mama morgen backen. Und ja, Wäsche haben die Kinder auch schon aus dem Zimmer runtergebracht. Finde ich sehr gut, denn dann kann ich gleich anfangen zu waschen. Wunderbar. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen im Haushalt machen. Udo hat heute die Spülmaschine eingeräumt. Sehr schön. Sehr schön. Da habe ich mich gefreut. Hast du da den Hühnern so einen Bottich reingestellt? Was ist denn da drin? Hühnerfutter einfach nur, oder? Warte mal. Kartoffeln, Möhren. Ah, hast du den da klein gemacht? Aber das ist noch da drauf, glaube ich. Oder war das viel? Ja, dann haben sie noch was übergelassen. Ich denke, wo kommen denn da Dingsbums-Dinge daher? Ja, genau, das haben wir schon alles gemacht. Jetzt muss ich halt hier waschen, noch ein bisschen aufräumen, saugen und was man so macht. Das Wetter ist so, ja, so durchwachsen. Mal trocken, mal keine Ahnung. Aber als erstes gehe ich raus und mache die Wiese. Udo zeigt den Daumen hoch. Dafür macht er den Haushalt. Da guckt er mich an. Ja, ich werde dann jetzt mal loslegen. Wer weiß, wie das Wetter noch umschlägt, dann schaffen wir es wieder nicht. Und genau, jetzt sind wir wieder auf dem neuesten Stand hier. Und schwuppdiwupp sieht die Wiese wieder schön aus. Das sieht wieder, wieder schön aufgeräumt aus. Guckt mal, die schönen Mohnpflanzen. Die
Die Blüten sind echt toll geworden. Und ich glaube, auch dieses Jahr haben wir eine schöne Brombeerernte. Ja, wenn man überlegt, letztes Jahr hatten wir eine, da ist das doch schon mega. Kürbis, ach, ich sage mal Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, die sind riesig. Abgedeckter Pool. Guck mal, wie groß mein Mais schon geworden ist. Und da bin ich gespannt, ob da dies Jahr Blüten dran sind. Das sind ja diese komischen Trompetenteilchen da. Oder ob da dies Jahr einfach nur grün ist, weil das so hatten wir das ja auch noch nie. Und nächstes Jahr ist Blüten dran kommen, weil dann wäre auch der dritte Jahr um. Ja, und hier, die Tomaten sind riesig. Möhren, Kohlrabis. Wir haben auch schon Gürkchen. Aber bei den Kohlrabis ist, glaube ich, nur die, die wirklich rund ist. Die anderen sind einfach nur hochgeschossen. Einfach nur hochgeschossen. Da, jetzt weiß ich nicht, sieht man's? Da ist ein Gürkchen. Ja, da ist auch noch eins. Da irgendwo. Ihr seht das bestimmt. Da hängt auch noch einer. Also richtig, richtig schön. Hier ist noch Müll, unsere Kräuter und noch ein paar Erdbeeren. Und jetzt, wenn man so in den Garten reinschaut, das sieht doch mega aus, oder? Das sieht richtig toll aus mit meiner Plantane und alles. Ach, schön. So kann es bleiben mit den Vögelchen. Richtig toll. Der will jetzt Nudeln fressen gehen. Achtung. Die Alte kriegt das nicht mit. Hallo. Elvis. Die muss auf alles aufpassen. Hier haben wir einmal den Kuchen gebacken. So schön ein bisschen mit Streusel verziert. Lecker Zitronenkuchen. Hallöchen, Hallöchen. Wir haben heute Samstag, den 28. Mai um 17.12 Uhr. Ja, wie war das? Besser spät als nie, ne? Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Der schöne Garten. Meine Mädels, die stehen auch schon wieder hier, weil sie denken, sie kriegen was. Und die Piepers. Und jetzt gehe ich einmal hin, stelle die Kamera aufs Stativ und quatsch mit euch. So, da bin ich einmal. Ja, da gucke ich gerade auf Uhr, 17.14 Uhr. Und ich habe euch noch gar kein Hallo gesagt. Ja, das bin ja typisch ich. Aber heute war der Tag der Tage für mich. Ich brauchte nicht mehr lügen. Das hört sich auch gut an, ne? Ja, und zwar haben wir, das ist eine Mama aus dem Verein, Fußballverein, und ich, eine Überraschung geplant für die Trainer, für Udo. Und ja, sie kam auf die Idee, Fotos zu machen, die Fotos dann auf Tassen drucken zu lassen, die schön mit Schokolade zu befüllen und ja, so war der Plan. Dann haben wir dann also Mittwoch waren wir ja Blumenerde kaufen. Ich meine, die haben wir wirklich gekauft, allerdings sogar die falsche. War ja für Gemüse anstatt für Pflanzen. Und ja, dem Udo habe ich dann gesagt, dass wir Blumenerde kaufen und noch bei meinen Eltern waren. Dabei habe ich den Lenny eingekleidet und wir sind dann Fotos machen gefahren. Vor allen Dingen gefahren, das war so ungefähr zwei Straßen weiter. Dafür sind wir mit dem Auto gefahren, damit das ja auch alles glaubhaft ist. Ja, dann hat die andere Mami hat das dann auf Tassen drucken lassen und ich musste ja gestern einen Kuchen backen. Der Kuchen war natürlich nicht für meine Eltern, aber die mussten dann halt einmal herhalten. Ich habe zum Udo gesagt, ja eben, dass meine Mutter Besuch bekommt und ja, sie keine Zeit dazu hätte, einen Kuchen zu backen und ich sollte das übernehmen. War alles gut. Ja, dann kam dann gestern noch dazu, dann sagt die Mutter, die andere Mutter zu mir, hör mal,
Hat der Lenny noch 12 Fußbälle? Ich sag, muss ich erst mal gucken. Jo, ich welche gefunden. Ich sag mal, Udo, könntest du die mal aufpumpen? Beziehungsweise er nahm die und hat die dann aufgepumpt. Ja, ist der Lenny, der möchte morgen Fußball spielen gehen mit dem Kumpel. Und ja, das hat auch alles so gemacht. Ja, dann habe ich überlegt, wie machen wir das denn, dass wir den Kuchen ja auch dahin kriegen, wo der hin soll. Und ja, damit das alles nicht so auffällt, ne? Also das war die letzten Tage, das war eine Rödelei, da kann ich euch sagen. Weil vor allen Dingen heute war auch noch Emma verabredet. Die ist mit ihrer Freundin und ihren Eltern, sind die in so einem, ja, so was ähnliches wie ein Freizeitpark, ne? Also da sind die hin und dann sagte die Mutter, ja, so gegen 12:30. Ich sage, nee, das ist ganz schlecht. Ich sag, da haben wir da eine Überraschung. Da habe ich es auch eingeweiht. Jo, sagt sie, alles okay. Da hat sie dann gesagt, dann kann die Emma dann eher kommen. Da habe ich die dann heute Morgen noch dahin gebracht. Der Lenny ist in normaler Kleidung mit den beiden Fußbällen und der Trikot, was sie anziehen sollten, dann zur Platz gefahren, hat sich dort umgezogen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich so, Udo, könntest du mitfahren, den Kuchen zu meinen Eltern bringen? Und ich sage, komm, mach das mal, ne? Ja, und dann ist er dann mitgekommen, also jetzt nicht wegen meinen Eltern, sondern weil er einfach keine Lust hatte. Der hatte sich kurz vorher umgezogen und dann sage ich, ja, zieh dich mal wieder um. Weil der war nämlich heute Morgen schon früh unterwegs und war einkaufen. Und noch ein paar Teile geholt, die fehlten. Und deswegen war das. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Emma schnell weggebracht, bin dann nach Hause, bin noch eben aufs Klöchen und dann, ich sag, komm, dann können wir, jo. Ja, dann bin ich noch hingegangen, habe noch alles zusammengeräumt, was ich noch so mitbringen sollte. Und ja, dann sind wir dann los. Ich sag, und bevor wir zu meinen Eltern fahren, ich sag, möchte ich gerne einmal zum Platz gucken. Ich sag, ob der Lenny jetzt da spielt, ob die jetzt da spielen konnten oder nicht. Jo, sagt er, ist okay. Wir fahren dann dahin. Haben wir den Kuchen ja im Auto gelassen und dann gehen wir. Und dann war auf einmal der andere Trainer da. Hä? Was machst du denn hier? Und dann war der andere Trainer da oder Trainerin. Hä? Was macht die alle hier? Und wir mussten uns schon wegschmeißen vor Lachen. Ich hatte dann noch den Auftrag, ich sollte das dann filmen. Ja, und dann war da ein Tisch. Da standen dann eben die Trainer und Betreuer alle dran. Ja, und dann wurde dann Musik eingespielt und dann kamen die Kinder. Und ja, wer mich jetzt kennt, weiß, was als erstes passiert ist. Genau. Ich bin froh, dass ich eine Sonnenbrille getragen habe und ja, die Kinder nicht direkt gesehen haben, dass ich eine Flensuse bin. Naja, aber das war so schön. Die haben sich alle darüber gefreut. Also das war jetzt so eine Dreiviertelwoche Lügerei. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend sowas ist. Also ich sagte schon, da haben die sich kaputt gelacht, ich sag schon, wie machen das denn manche, die fremdgehen oder mehrere, also Frauen oder Männer haben oder was auch immer. Wie machen die das? Wie oft ich mich verplappert hätte, wenn der Lenny mich nicht zurückgehalten hätte. Ich muss auch wirklich sagen, der hat 1A mitgespielt, der hat nichts gesagt, gar nichts. Also da musste ich mich echt zusammenreißen, dass mir da nicht passiert ist, weil ich erzählen wollte, das war dies und jenes und da dachte ich, nein, das kannst du jetzt nicht, ne? Und alles organisieren, damit nichts schief geht. Ich meine, das war schön, das war lustig, aber es war auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Arbeit hat sich gelohnt, es war wirklich sehr schön. Ja, dann haben die Kinder noch auf dem Fußballplatz gespielt und dann kam es Eltern gegen Kinder. Ja, wir stehen immer am Platz und sagen, kommt, lauft, macht und dies und jedes. Dann rennen die Kinder ja von rechts nach links. Wir haben aber heute so gespielt, also quer. Ich habe da auf dem Platz gestanden, da habe ich gedacht, Halleluja, wie riesig ist das denn? Also Respekt an alle Kinder, an alle Fußballer. Wenn du da nie drauf gestanden hast, weißt du überhaupt gar nicht, wie groß das ist. Also, das ist echt mega. Naja, auf jeden Fall, die Kinder, Riesenspaß. Wir haben da einen abgerissen, wir haben uns kaputt gelacht. Ja, und dann auf einmal kommt so eine kleine Ratte, schon lachend auf mich zu, nahm mir den Ball weg und schoss ein Tor. Und jetzt wisst ihr Bescheid, wer es war.
mein Sohnemann. Und da sagt er, na Mama, ich sag immer, geh bloß weg. Ach ne, die hatten so einen Spaß gehabt, ne? Und das ist wirklich, besser ging es gar nicht. Ja, also der Kuchen war nicht für meine Eltern, sondern für das Fest heute. Und ja, es war wirklich schön gewesen. Also das war richtig toll. Ja, das Wetter hat auch gut mitgemacht, obwohl der Wind zwischendurch ganz schön kalt war. Aber besser als Regen. Ja, und dann kamen wir irgendwann um, keine Ahnung, kurz nach 4 oder so, waren wir dann zu Hause. Dann habe ich mich jetzt hier aufs Sofa geflitzt. Meine Waden merke ich jetzt schon. Ja, so ist das, wenn man sich nicht warm macht, ne? Ja, und jetzt werde ich hier noch die Wäsche falten, die nächste Waschmaschine befüllen und ja, dann gucken wir mal. Da müsste die Emma ja auch schon fast wieder kommen. Und ich denke mal, das wird dann heute für heute schon gewesen sein. Ja, also das war ein schöner Tag. Also das war wirklich toll. So. Der Hund, der schnarcht hier neben mir. Ich bin müde. Ich bin nämlich schon seit heute Morgen 5:30 wieder auf. Irgendwie weiß ich nicht. Konnte ich nicht pennen. Klar, die geht ja auch so viel durch den Kopf. Hoffentlich funktioniert das alles. Wäre ja blöd, wenn auf den letzten 3 Metern das dann nicht funktioniert. Aber es hat alles geklappt. Genau. So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen Wäsche machen. Und ja, dann hören und sehen wir uns später wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, aber man könnte meinen, ich hätte ganz dezent einen Sonnenbrand und eine Brille aufgehabt. Leute, wie kann man so aussehen? Ich kann nur so nicht rausgehen. Als wir heute Mittag nach Hause kamen, habe ich nichts gemerkt. Und irgendwann dachte ich immer, was brennt die Stirn denn so? Ne? Was ist das? Dann stehe ich vorm Spiegel, ich denke, okay, die komplette Stirn, die Nase, das Kinn, wunderbar. Und die Sonne war wieder kaum draußen. Da merkt man, man soll das Ding da oben am Himmel nicht unterschätzen. Ich meine, der Vorteil ist, ich werde braun, aber ich werde dann auch genau so braun. Und ohne Sonnenbrille kann ich nicht. Naja, jetzt wisst ihr Bescheid. Guten Morgen, wir haben heute Sonntag, den 29. Mai, morgens um 8:20. Jo, das ist ganz schön frisch, aber angenehm. Also Fenster auf und die frische Luft rein, das tut mal ganz gut. Ja, ich wünsche euch heute einen schönen Tag und meine Vögelchen auch. So, hier haben wir jetzt was für die Tiere gepflückt. Einmal Mohnblätter für die Schildkröten, Gräser für die Wellensittiche und hier Hugo. Und das sind für die Hühnchen. Ja, so kann Sonntag beginnen. Die haben das schon weg. Die sind jetzt hier am Bearbeiten. Und die Schildis sind auch am Frühstücken. Dann habe ich auch noch ein bisschen Löwenzahn gepflückt. Genau. So sehe ich das doch gerne. So, jetzt habe ich hier eine Leckerei für meine Mädels. Ein paar Möhrchen, Oregano, die restlichen Nudeln sind ja eine Handvoll Nudeln. Ein bisschen Bierhefe drüber. Mal gucken, was sie dazu sagen. Die denken, die haben jetzt hier Würmer gefangen. Auf jeden Fall. Schmeckt es scheinbar. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe ein paar leckere Waffeln gemacht. Da hatten wir jetzt mal Hunger drauf und da habe ich dann, war ich dann so nett und habe dann ein paar gemacht für uns.
So zum Kaffee, Abendbrot, keine Ahnung, was für ein Snack. So, ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Jetzt findet man dieses Blumenregal rechts von der Tür, von unserer hier Dingsbumstür. Der Müll, der kommt noch raus, der wird abgeholt. Und hier habe ich meine Monstera. Die wird aber allerdings noch hochgebunden, weil ja, es sieht ein bisschen blöd aus. Da muss ich auch noch ein bisschen ändern. Aber so sieht das jetzt auf jeden Fall aus. Genau. Das da. Der Müll da. Und das hier.